gemeinsam debattieren. So wollen wir beginnen und das Wort bekommt Frau Schneider. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, die SPD-Fraktion hat den Lampedusa-Flüchtlingen ein Angebot unterbreitet. Das werden Sie, nehme ich hier an, der Bürgerschaft und der Öffentlichkeit gleich vorstellen. Dem will ich nicht vorgreifen. Ich werde mich in der zweiten Runde dazu äußern. Die Flüchtlinge beraten noch und haben die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist im Moment noch nicht klar, wie es weitergeht. Aber ich spreche gerade aus den Erfahrungen der letzten Wochen für einen grundlegenden Kurswechsel im Umgang mit den Flüchtlingen, im Umgang mit der Migration. Niemand kann so tun, als ginge es uns nichts an. Das jüngste Massensterben im Mittelmeer fordert Konsequenzen. Die europäische und die deutsche Flüchtlingspolitik ist Flüchtlingsabwehrpolitik. Die vielen Toten, NGOs sprechen von 20.000 allein im Mittelmeer in den letzten 15 Jahren, sind, wie es Heribert Prantl in der Süddeutschen formulierte, Europas Tote. Sie sind, wie es Giusi Nicolini, Bürgermeisterin von Lampedusa, geißelte, Europas Schande, Europas Schande. Die Migration von Menschen, die eine Lebensperspektive suchen, ist eine Tatsache. Dass die Menschen dabei ihr Leben riskieren, zeigt uns, dass diese Tatsache durch nichts aus der Welt zu schaffen ist. Europa kann die Mauern höher ziehen, die Abwehr weiter militarisieren, das Risiko für die Flüchtlinge und damit die Zahl der Toten hochschrauben. Die Wanderung verhindern kann es dadurch nicht. Eine andere solidarische Flüchtlingspolitik, die dieser Tatsache Rechnung trägt, ist unabdingbar. In Europa, im Bund und hier, konkret in Hamburg. Gerade hier, das ist die Erfahrung des letzten Halbjahres, ist die Chance eines anderen Umgangs mit den Flüchtlingen riesig. Wenn man es nur will. Selten hat es eine so große, so breite, von Menschen aus praktisch allen Gesellschaftsschichten und bis weit in die CDU hinein getragene Solidarität mit Flüchtlingen gegeben, wie jetzt mit den Lampedusa-Flüchtlingen in Hamburg. Nur der Senat und große Teile der SPD hat Auge, Ohr und Herz verschlossen. Ich brauche die Solidarität im Einzelnen gar nicht ausführen. Wir erfahren sie tagtäglich. Wo immer man hingeht, wohin man hört, in Schulen, in Kirchen und Moscheen, auf x-beliebigen Veranstaltungen oder Festakten, im Theater, im Stadion oder auf der Straße. Die Solidarität mit den Flüchtlingen und die Forderung nach Bleiberecht sind allgegenwärtig. Das ist großartig. Das sind ausgezeichnete Bedingungen für die Aufnahme von Flüchtlingen und für die Bewältigung der Herausforderungen, die das natürlich bedeutet. Nutzen Sie diese Solidarität, statt sie zu ignorieren oder sogar zu bekämpfen. Unabhängig von dem, was Sie jetzt den Lampedusa-Flüchtlingen angeboten haben, die Forderung nach einer Bleiberechtsperspektive ist damit nicht vom Tisch. Wie ein Mantra tragen Sie den Verweis auf die Gesetze vor sich her. Sie glauben, damit können Sie Ihre Hände in Unschuld waschen, wenn am Ende abgeschoben wird. Aber Sie haben leider von Anfang an gesagt, dass der Vollzug der Gesetze für Sie bedeutet, dass es keine humanitäre Bleiberechtsperspektive geben soll. Sie haben bestehende Spielräume für eine humanitäre Lösung. Spielräume, auf die etwa der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hingewiesen hat, bisher nicht genutzt. Vorschläge zurückgewiesen. Sie hätten gekonnt, aber Sie wollten nicht. Sie können immer noch wollen. Jetzt versprechen Sie etwas eigentlich Selbstverständliches, eine faire Einzelfallprüfung. Aber was ist die faire Einzelfallprüfung auf Grundlage von Gesetzen, die gemacht wurden, um abzuschrecken und abzuwehren, die meisten Gründe, die Menschen zur Flucht treiben, Armut, Naturkatastrophen, Diskriminierung, Bedrohung durch Bürgerkrieg, nicht anerkennen? Was ist faire Einzelfallprüfung, wenn Sie und wenn leider auch Hamburger Gerichte im Unterschied zu vielen anderen Gerichten Italien trotz der elenden und aussichtslosen Situation für Flüchtlinge für ein Land halten, in das rückgeführt werden kann? Was ist faire Einzelfallprüfung, wenn sie letztlich dazu führt, Flüchtlinge, oft traumatisierte Menschen, hin und her zu schieben? Die Lampedusa-Flüchtlinge agieren bewundernswert, besonnen und selbstbewusst. Sie lassen sich nicht als Treibgut behandeln, das das Mittelmeer nach Europa gespült hat. Sie behaupten ihr Recht, Rechte zu haben. Der Senat hingegen hat seit der Katastrophe im Mittelmeer noch eskaliert.
mit den Kontrollen, die nicht nur wir und viele Menschen in dieser Stadt, die auch das Deutsche Institut für Menschenrechte als rassistisch kritisieren. Mit dem Versuch, Flüchtlingen für den Winter das Dach über dem Kopf zu verwehren. Mit der Drohung, Solidarität und einfache Hilfeleistungen, selbstverständliche menschliche Hilfeleistungen zu kriminalisieren. Sie können umkehren. Jetzt können Sie klarmachen, dass das Ziel einer fairen Einzelfallprüfung das Bleiberecht ist. Sie müssen nur wollen. Ich komme zum letzten Satz. Ich appelliere dringend. Stellen Sie wenigstens die Kontrollen ein. Stellen Sie sie wenigstens ein, solange die Flüchtlingsgruppe noch im Beratungsprozess ist, damit Sie sich frei über Ihr weiteres Vorgehen entscheiden können. Danke.